Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sniper Elite 4. Jetzt bleibt doch mal stehen. Oh, hier müssen wir sogar einmal hin. Fast geschafft. Hehehe. Alles gerade von hier oben weggesnackt. Okay, dass die anderen da nichts gekriegt haben, die daher weiter hinten sind, ey. Das ist alles. Ah ja, Unterschallgewehrmunition, endlich. Jawohl, operativer Überblick 4 von 4. Sehr schön. Anlage sabotieren. Raketen sabotieren. Aber erstmal. Noch eine. Gleich erstmal darüber. F5, also noch zwei Stellen, wo ich tatsächlich ran muss. Okay, jetzt brauche ich auch keine Unterschallmunition verwenden, Kacke. Heißt das, ich töte jemanden damit? Oh Mann. Der ist 50 Meter weg. Schnell ziehen, schnell schießen.
Au, 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 au. Nein! Shit! Ich wollte da um die Ecke noch. Ah. Ach, weiter unten. Jetzt habe ich ihn. Wie die alle da aufeinander hängen, ey. Wenn das so ein Explosionsding wäre. Halleluja. Und weg ist er. Und weg ist er. Und weg ist er. Und weg ist er. Alter, hier regnet es ein Headshot nach dem anderen. Den da oben. Ein bisschen rausguckt. So, den holen wir uns jetzt auch ganz gemütlich. Ich hätte nur bei dem ankommen müssen, mit dem Generator nutzen können. Ey. Ach du Alter. Hier gibt's nichts mehr zu finden. So. Das einmal. Das einmal. Tiere, Wasserstoffperoxid 3 von 4. Ach, das ist sogar das letzte Ding, was wir machen müssen. Okay. Das war's. Oh. Junge, Junge, Junge. Einleiten. Ja, sollte man tun. Mutter Henne, hier Rotfox. Beste Grüße. Wiederhole, beste Grüße nach Alagra. Oh. Eigentlich wollte ich nur den Engel. Hätte nicht gedacht, dass die Partisanen ihr folgen würden. Sie folgten, weil sie ihnen Hoffnung gegeben hat. Und starben als Helden. Hoffnung ist in Wahrheit das Übelste der Übel, weil sie die Qual der Menschen verlängert. Friedrich Nietzsche. General Böhm, nehme ich an. Die übelsten Schrecken sind Form
und gestaltlos. Wenn niemand weiß, wer ich bin, kann ich sein, wer immer ich will. Ich kann manipulieren. Ich kann verhindern, entdeckt zu werden. Ich kann ein Mensch sein. Oh. Kann auch ein Verbündeter sein, nicht? Ein Monster. Auf jeden Fall haben wir ihn ja schon getroffen. Ja, ganz recht. Wir haben Kessler und die Fabrikanlage ist zerstört. Kessler ist tot, bevor er den Alliierten nützlich sein kann. Und ihre kleine, Sabotage in der Produktionsanlage, nun ja. Es ist zu spät. Ja, beginnen werde ich mit der USS Ankern. Der berühmte General Eisenhower. Ich hole mir die alliierte Flotte. Schiff für Schiff. Operation Avalanche ist am Ende, noch bevor sie begann. Und, oh, das war noch nicht alles. Noch, lange nicht. Bringt sie rein hier! Sie lebt also wirklich noch. Ich hab versagt, Karl. Hab alle enttäuscht. Besonders meinen Vater. Ja. Sehen Sie, es gibt keine Hoffnung. Nein, nicht mehr. Nun, wir werden sie foltern. Oh ja. Und Sie werden dabei zusehen, Lieutenant. Ein winziger Funke genügt. General! Der Flieger! Lassen Sie alle Hoffnung fallen! Alter, sie hat sich für uns geopfert. Ja, er nutzt hier drin ein Gewehr. Alter, was ist das denn für ein Tarnflugzeug, Mann? Kann ich die Bombe abschießen? What the fuck hat der für ein Jet, Mann? Wie soll ich das Ding aufhalten? Über diese Tanklaster oder was?
Das Flugzeug fliegt da oben. Besser weg mit dir, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich hab verloren. Oder kommt der nochmal wieder? Nope. Wir müssen kommen. Kontrollpunkt neu starten. Alter, wie die Gewehre mich da wegflexen, ey. Wow, weil du zu schnell bist, oder was? Und damit kann man eh nicht weit genug werfen. Geschafft. Man muss einfach nur beide treffen. Easy. Der Weg des größten Widerstands gerade als Erfolg gekriegt. Ein kleiner Funke könnte reichen. Zeit zu gehen. Ja. Aber wirklich schnell gehen, ey. Oh Mann. Die Flotte, darunter Eisenhowers Kommandoschiff, war gerettet. Avalanche ist aufgegangen. Die 5. US und die britische 8. Armee kämpfen sich das italienische Festland hinauf. Der Engel war tot. Aber der Funke, den sie entzündet hatte, breitete sich schnell aus. Und ebnete den Weg für die Alliierten. Aber der Weg nach Rom sollte gefährlich werden. Bevor wir die Gotenstellung, die deutsche Hauptverteidigungslinie, nach einem Jahr durchbrechen konnten. Wow, ein Jahr schon vergangen wieder, ey. Krass. Mission Possible, erfolgreich ist vergänglich, der meisterhafte Meisterschütze als Erfolg gekriegt. Sie haben es allein geschafft, die Stadtbewohner. Sie haben aufgeräumt, bevor die 5. Armee da war. Ein Funke hat genügt. Apropos, ich hoffe, die 617. Staffel hat Ihnen nicht den Arsch versenkt. Sagen wir einfach, es war knapp.
Ich dachte, ich hätte ein wenig mehr Spielraum. Karl, wir beide sind entbehrlich. Das wissen Sie doch. Nicht wie Ihr Mann dort. Der Professor macht's nicht mehr lange. Wir versuchen, aus ihm rauszuholen, was wir können. Aber ich schweife ab. Was ist mit Ihnen, Karl? Was haben Sie jetzt vor? Der Retter von Ike Eisenhower. Wuhui! Das USS könnte jemanden wie Sie gebrauchen. Soll das ein Angebot sein? Warum nicht? Ich denk drüber nach. Ich dachte, ich wäre schon bei der USS. Aber warten Sie nicht zu lange. Es geht um den Sieg. Verdammt richtig. Oh ja. Ich glaube, hiermit haben wir ja die Hauptstory abgeschlossen, aber es gibt noch ein paar DLC-Missionen, die wir natürlich spielen werden. Das war's von der Hauptstory. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, kommentiert, was ich verbessern kann, abonniert mich, damit ihr auf dem Stand bleibt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein!